Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Und damit herzlich willkommen in einer neuen Aufnahme. Wir haben soeben den Planeten betreten. Und schauen uns jetzt erstmal um, was es hier so Schönes gibt. Und müssen... Na hallo? Wir werden gleich empfangen. Sehr schön. Das ist weit genug. Stimmt was nicht, Officer? Sie sollten hoffen, dass dem nicht so ist. Ihr Eintreffen wurde nicht angekündigt. Ich brauche Ihre Papiere. Sie zuerst. Wir sind hier das Gesetz. Erweisen Sie uns Respekt. Ich bin Captain Maeko Matsuo. Schutz, Abwehr, Fürsorge, Elanus. Commander Shepard, Allianz Navy. Die nächste Navy-Patrouille ist erst in 2 Wochen dran. Sie sind weit weg von der Heimat, Commander. Sie haben ja keine Ahnung. Sie sollten wissen, dass Schusswaffen auf Noveria nicht gestattet sind. Sichern Sie Ihre Waffen, Sergeant Sterling. Wagen Sie es nicht. Niemand nimmt mir die Waffe weg. Laden und anlegen. Wir sind autorisiert, Gewalt anzuwenden. Ich zähle bis 3, dann liefern Sie Ihre Waffen ab. 1, 2, 3... Captain Matsuo, zurück mit Ihnen. Wir haben Ihre Identität bestätigt. Spectre sind autorisiert, hier Waffen zu tragen, Captain. Sie können passieren, Spectre. Hoffentlich verläuft der Rest Ihres Aufenthalts ruhiger. Parasini-San wartet oben auf Sie. Benehmen Sie sich. Ich will aber ein unartiger Spectre sein. Nein, Spaß, natürlich. Wo muss ich hin? Ich quatsch, glaube ich, mal mit der da. Verschwinden Sie von hier. Ach, die will nicht quatschen. Was mit dir hier? Ich bin sicher, dass Parasini-San all Ihre Fragen beantworten wird. Auch nicht so redebedürftig, was? Was haben wir hier? Nichts. Das Übliche also. Okay. Dann schauen wir doch mal. Ich bin Gianna Parasini, Administrator Anoles Assistentin. Wir entschuldigen uns für den Zwischenfall an der Andockbucht. Ich habe hier etwas Dringendes zu erledigen. Zu meinen Pflichten gehört die Einweisung von Neuankömmlingen. Haben Sie irgendwelche Fragen? Das ist ziemlich viel Sicherheit für so einen kleinen Raumhafen. Die Direktoren tun alles, was in ihrer Macht steht, um die Unternehmen unserer Klienten zu schützen. Führen diese möglicherweise illegale Forschungen durch? Dieser Planet untersteht nicht der Gerichtsbarkeit der Zitadelle. Hier ist Gesetz, was die Direktoren sagen. Wissen Sie, wie wertvoll dieser Planet ist? Wie viele Neuerungen in der Genetik und künstlichen Intelligenz hier begonnen haben? Ist hier vor kurzem etwas Ungewöhnliches passiert? Etwas Ungewöhnliches? Eine Asari-Matriarchin kam vor einigen Tagen vorbei. Lady Benesia. Sarens Helferin ist hier? Kam vorbei? Wo ist sie jetzt? Benesia reiste vor einigen Tagen zum Komplex auf Gipfel 15. Soweit ich weiß, ist sie immer noch dort. Naja, wollen wir nach Hilfe fragen? Nein, fragen wir nicht. Dann muss ich auch dorthin. Sie brauchen Administrator Anoleis Freigabe, um den Raumhafen verlassen zu können. Wo finde ich den Administrator? Sein Büro ist auf der Hauptebene. Oben, links, neben dem Fahrstuhl. Verstanden. Können wir jetzt reingehen? Natürlich. Kommen Sie zu mir ins Büro des Administrators, wenn Sie Hilfe brauchen. Okay. Der hat nichts zu sagen. Warum haben wir denn gerade so wenig Frames? Unglaublich. Irgendwie gefällt mir das nicht so gut. Ich schau mal kurz in mein Tagebuch. Den Raum haben verlassen. Ach, das ist tatsächlich unsere Aufgabe. Ich dachte irgendwie jetzt an mehr. Aber hier gibt es irgendwie auch nicht so viel, habe ich das Gefühl. Ich fahre trotzdem mal mit dem Fahrstuhl. Willkommen im Hanshan-Raumhafen, dem angesehensten Ort der Galaxis für unabhängige wissenschaftliche Forschung und Entwicklung. Zu Ihrer eigenen Sicherheit und um die Privatsphäre anderer zu schützen, haben Sie allen Anweisungen des Sicherheitspersonals Folge zu leisten.
Wenn Sie noch Fragen oder Bedenken haben, so stehen Ihnen unsere freundlichen Verwaltungsangestellten jederzeit zur Verfügung. Vielen Dank und einen angenehmen Aufenthalt. Die Manager haben uns vor Ihnen gewarnt. Ach so, sind Sie so schlimm, oder was? Ich weiß, ich bin ein bisschen unartig, aber... Ich wollte halt meine Waffe nicht hergeben. Ist das so schlimm? Was bist du denn? Diese Person grüßt Sie. Sie sind der Spectre, der den Hanshan-Raumhafen besucht. Neuigkeiten verbreiten sich hier schnell. In der Tat, werter Spectre, Ihre Ankunft hat bei den Firmen hier nicht für Freude gesorgt. Diese Person trägt eine Last, die Sie erleichtern könnten. Wenn wir uns einigen, würde dieser Sie auch entschädigen. Diese Person hat für einen Kunden einen besonderen Gegenstand besorgt, der auf der Station allerdings verboten ist. Aber Sie könnten ihn durch den Zoll bringen. Ich denke darüber nach und melde mich später wieder. Das wollte ich jetzt gar nicht anklicken, ich wollte das schmuggeln. Diese Person fängt Sie untertänigst an, noch einmal über seine Bitte nachzudenken. Hallo? Jetzt? Haben Sie über die Bitte von dieser Person nachgedacht? Erzählen Sie mir nochmal von dem Job. Diese Person hat für einen Kunden einen besonderen Gegenstand besorgt, der auf der Station allerdings verboten ist. Aber Sie könnten ihn durch den Zoll bringen. Sie wollen meinen Status für einen Schmuggel ausnutzen. Das ist nicht inkorrekt. Auch schön. Ich möchte trotzdem mal wissen, was der Inhalt ist. Ich befördere nichts, dessen Inhalt ich nicht kenne. Diese Person muss diskret bleiben. Seien Sie versichert, dass der Inhalt für niemanden hier eine Gefahr darstellt. Das beruhigt mich jetzt nicht. Ich will wissen, für wen das Paket bestimmt ist. Der Kunde zieht es vor, anonym zu bleiben. Kunde hätte gewiss lieber sein Paket. Sagen Sie mir, für wen es ist. Ihre Worte klingen nicht unvernünftig. Der Kunde ist der Kroganer, der Inamorda genannt wird. Er ist ein Kopfgeldjäger mit einem gewissen Ruf und leicht erregbar. Ist Ihnen die Dringlichkeit bewusst? Die Verzögerung sorgt für einige Unruhe. Okay, aber wir tun das trotzdem nicht. Ich bin da immer noch dagegen. Ich soll das Gesetz aufrechterhalten, nicht brechen. Diese Person versteht. Das Angebot bleibt bestehen. Dieser kann wirklich Hilfe gebrauchen. Ich gehe dann jetzt. Diese Person fleht Sie untertänigst an, noch einmal über seine Bitte nachzudenken. Also jetzt werden wir das auf jeden Fall nicht machen. Vielleicht gegen Ende des Let's Plays, wenn wir denn... Ich gehe mal davon aus, das bleibt wirklich bestehen einfach. Dann denke ich vielleicht nochmal drüber nach. Aber im Moment auf jeden Fall nicht. Ich bin im Dienst, Spectre. Ich sollte nicht mit Ihnen reden. Haben wir noch irgendwas Schönes hier auf der Karte? Was haben wir denn da? Zielort. Der gehört da gar nicht hin. Also da drüben ist der Administrator und... Ja, super. Und ansonsten ist hier noch eine Garage. Und ein Fahrzeug. Ein Fahrzeug? Ich will da hin. Und ich schaff's tatsächlich, mich da unter verklicken. Das heißt mal nach rechts laufen, nach da hinten. Ich habe zwar keine Ahnung, ob mir das Fahrzeug irgendwas bringen kann. Und irgendwie scheint das Spiel gerade ein bisschen zu hängen. Und wir haben super Wetter draußen. Auf in die Garage. Ich will wissen, was es hier Schönes gibt. Na, was hast du zu sagen? Spectre, was? Keine Sorge. Ich will Ihnen keine Kugel verpassen. Ich war früher Techniker beim Militär. Außer Maekos Leuten sind hier alle bei irgendeiner Firma. Sie sitzen rum und trinken teures Wasser. Was kann ich heute für Sie tun? Und wieso haben wir wieder mal keine Stimme? Was machen Sie hier? Ich bin der Chefmechaniker von Hanshan. Nennen Sie mich Lee. Menschen haben Probleme, meinen ganzen Namen auszusprechen.
Ich habe ein Team von 12 Mann und halte die Shuttles am Laufen. Sie scheinen ein Ohr für Neuigkeiten zu haben. Was ist denn hier so los? Da waren die Probleme auf Gipfel 15. Anolis hat's den IQ schließen lassen. Und eine Matriarchin kam vorbei. Okay, über die können wir scheinbar nichts wissen, aber wir müssen die Station verlassen, also... Wie kann ich in die Garage gelangen? Sie brauchen einen Pass. Anolis oder die Manager können Ihnen einen geben, wenn Sie sich bei denen einschleimen. Vielleicht können Sie mir Ihren borgen. Sicher. Wenn ich meinen Job verlieren und bis in alle Ewigkeit verklagt werden will. Die Karten werden von der Sicherheit überwacht. Ich muss gehen. Na gut. Ich bin hier, falls Sie was brauchen. Das heißt, wir müssen wirklich hierher. Aber da wird zu sein, ne? Der Zugang zur Garage ist beschränkt. Ich bin im Auftrag der Zitadelle hier und muss diese Station verlassen. Wenn Sie in die Garage wollen, brauchen Sie Mr. Anolis Genehmigung. Es gibt keine Ausnahmen. Tut mir leid. Okay, dann... Aber was hat's denn da für ein Fahrzeug? Kann ich da durchschauen? Ich sehe irgendwie nix. Ich bin irgendwie gerade nicht ganz... Mir ist gerade nicht ganz bewusst, was ich denn gerade eigentlich versuche zu tun. Und hier geht's... eine Ebene tiefer wahrscheinlich. Fahre jetzt mal noch nicht hin. Sondern ich begebe mich zum Administrator, der praktischerweise am anderen Ende ist. Aber das sollte ja kein Problem sein, ist ja keine Weltreise bis dahin. Und auch der Weg ist nicht allzu verwinkelt. Von daher holen wir uns jetzt mal unsere Autorisierung. Bei dem Wetter, da will ich doch nicht raus eigentlich. Ich hab's doch ganz kuschelig hier. Wie kann ich Ihnen helfen? Nein, was... Ich möchte mit Anolis reden. Einen Moment bitte. Mr. Anolis? Ja, was? Commander Shepard möchte Sie sehen, Sir. Gut, okay, kommen Sie rein. Okay. Klappt er bis jetzt wunderbar. Sie werden verzeihen, dass ich nicht aufstehe. Ich habe keine Zeit, Flüchtlinge von diesem Schandfleck namens Erde zu unterhalten. Offenbar haben Sie meine Dienstakte gelesen. Nur ein Narr lässt sich auf Verhandlungen ein, ohne den Geschäftspartner zu kennen. Dieser Empfang ist reine Höflichkeit. Ich werde nur so weit kooperieren, wie es die Direktoren verlangen. Unternehmen kommen hierher, um vor dem galaktischen Gesetz nicht aufzufallen. Wollen Sie damit sagen, dass Sie keine Sicherheitsprotokolle haben? Das ist lächerlich. Denken Sie, eine auf Profit besonnene Firma würde in Bezug auf Verluste keine Vorkehrungen treffen? Hier haben die Projektleiter das Sagen, keine wichtigtuerischen Politiker. Opold will, dass ich ein Paket durch die Sicherheit schmuggle. Ich brauche mehr, um etwas unternehmen zu können. Bringen Sie mir, was er schmuggelt, dann kann ich handeln. Werden Sie ihn verhaften? Prozesse werden hier nicht gern gesehen. Sie machen die Aktionäre nervös. Wahrscheinlich lassen wir ihn einfach laufen. Natürlich kommt er bei den Firmen hier auf die schwarze Liste. Nicht so voreilig. Als Gegenleistung will ich Zugang zur Garage. Sie sind raffiniert, das als Druckmittel zu benutzen. Wenn es ein ernsthafter Verstoß ist, kriegen Sie einen Pass. Das gefällt mir doch schon mal. Ich kümmere mich darum und melde mich später bei Ihnen. Ich weiß Ihren Bericht zu schätzen. Machen Sie Geschäfte mit Saren? Agent Saren, einer Ihrer Spectre-Kameraden? Er ist einer der Hauptinvestoren von Binhex, einer Grundfeste von Noveria. Aha. Entwickelt Binhex für ihn neue Waffen? Das wäre angesichts seiner Interessen durchaus möglich. Was unsere Klienten in ihren Labors tun, ist ihre Sache. Ich hörte, dass eine Asari-Matriarchin hier sei. Benesia? Sie traf vor einigen Tagen ein, zusammen mit einer Eskorte und etwas Frachtgut. Jetzt ist sie auf Gipfel 15. Was meinen Sie mit Eskorte? Das versteht sich doch von selbst. Leibwächter, die ihre Person schützen, hauptsächlich Asari-Soldaten. Soldaten? Finden Sie das nicht seltsam? Sie haben alle Bestimmungen beachtet. Ich hatte keinen Grund, Lady Benesia zu verbieten, sie mitzunehmen. Was können Sie mir über Ihr Frachtgut erzählen? Groß, schwer und versiegelt. Es hat den Waffenscanner passiert. Alles andere geht uns nichts an. Warum ist sie denn da? Was hat sie hierher geführt?
Wenn ich es wüsste, dürfte ich es Ihnen nicht sagen. Sie kam als Agent Sarens Vollstreckerin hierher. Sie ist im Auftrag von Binhex hier. Es gab Probleme auf Gipfel 15, um die sich Saren kümmern muss. Ich muss sie sofort sehen. Das geht leider nicht. Gipfel 15 ist eine private Einrichtung in den Skadi-Bergen. Außerdem tobt dort gerade ein Schneesturm. Die Shuttles können nicht fliegen und alle Wege sind unpassierbar. Okay. Zurück zu meinen anderen Fragen. Jede Minute meiner Zeit, die Sie verschwenden, kostet die Firma 12 Credits. Meine Buchführung ist auf Zack. Ich habe momentan keine weiteren Fragen. Gut. Ich erhielt in der Zwischenzeit ein Dutzend dringende Nachrichten. Natürlich. Du bist ja sowas von wichtig. Entschuldige. Mr. Anuleis ist nicht der Einzige, der einen Pass zum Verlassen von Hanshan hat. Sie haben noch nie für ein Unternehmen gearbeitet, was, Commander? Bürokratie kann man nicht mit Gewalt bezwingen. Okay, okay. Was würden Sie tun? Reden Sie mit Lorik Keen. Den finden Sie an der Hotelbar. Mehr kann ich nicht sagen. Nicht in Hörweite von Mr. Anuleis. Sie sagten, dass ich mit Lorik Keen reden soll. Mr. Anuleis ist nicht der Einzige, der Hanshan dank seines Passes verlassen darf. Keen ist im Hotel, da sein Büro geschlossen wurde. Wie groß sind die Laboranlagen hier? Wir haben in den Bergen 17 Forschungskomplexe errichtet. Jeder versorgt sich selbst und beherbergt mehrere hundert Angestellte. Erzählen Sie mir von den Firmen, die auf Noveria operieren. Wir haben Labors an mehr als 250 Hightech-Firmen vermietet. Die meisten Aktien halten Schutz, Abwehr, Fürsorge, Elanus, Binhex und SynIQ. Binhex? Ist das eine Genetikfirma? Binhex ist Marktführer auf den Gebieten Genetik und Biotechnologie. Sie sind allerdings nicht sehr oft in den Medien. Sie erforschen größtenteils Biotech-Modifikationen. Das verärgert viele Technikfeinde, organisch orientierte und fundamentalistische Gruppen. Ihre Wachen arbeiten für SAFE, nicht wahr? Die Direktoren bekommen einen Rabatt bei der Sicherheit. Elanus entwickelt auch tödliche und nicht tödliche Waffen. War SynIQ nicht neulich in den Nachrichten? Das ist eines der 4 vom Zitadellrat lizenzierten Unternehmen, die künstliche Intelligenz entwickeln. Das führt zu vielen Protesten. Aber kein Demonstrant konnte je unsere Sicherheit durchbrechen. Darum investieren sie auch hier. Ich habe Ihre Zeit genug in Anspruch genommen. Ganz und gar nicht, Spectre. Das ist schließlich mein Job. Okay, das heißt, wir haben jetzt 2 Möglichkeiten, an den Pass zu kommen. Die Frage ist... Ich weiß immer noch nicht, was der schmuggeln möchte. Ich weiß nur, dass er hier verboten ist, der Gegenstand. Das heißt aber nicht, dass es zwingend ein Gegenstand ist, den ich auch als verboten ansehen würde. Das heißt, entweder gehe ich jetzt zur Hotelbar. Ich habe zwar keine Ahnung, wo ich die finde, aber fahrst du zum Hotel, das heißt da drüben. Oder das Geschäft. Ich glaube, ich schau mal. Ich lasse mir mal den Gegenstand hier geben. Ich muss ja nicht abliefern. Haben Sie über die Bitte von dieser Person nachgedacht? Okay, ich helfe Ihnen. Diese Person dankt dem Spectre untertänigst. Das Paket wird zu Ihrem Schiff gebracht. Sie müssen es dieser Person bloßbringen. Bitte erwähnen Sie das vor Administrator Anuleis nicht. Er würde sonst nur Gebühren erheben. Kann diese Person Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Ich schaue mich nur mal um. Diese Person wartet auf Ihre Rückkehr. Okay, das heißt, es wird auf mein Schiff gebracht, oder wie? Aber ich glaube, ich schaue trotzdem mal zur Hotelbar. Was haben wir hier noch? Na gut, okay, ich möchte mal mit dem Typ an der Hotelbar sprechen. Ich entscheide dann, welchen Weg ich gehe. Ich möchte mir erstmal noch alles offen halten, denn ich möchte es gerne relativ spontan entscheiden. Ja, dankeschön. Das heißt, dahinter dürfte ein Aufzug sein. Auf ins Hotel. Haben wir auch eine schöne Ansage wieder? Nicht? Na gut, dann nicht. Dann quatsch ich einfach so lang. Diese Fahrstuhlsequenz. Nicht mal Garrus oder Rex haben was zu sagen.
Aber wir haben auch Fahrstuhlmusik, wie es scheint. Lorikin. Entschuldigung. Ich würde gern kurz mit Ihnen reden. Das ist, glaube ich, auch das Wort. Der Mann an der Hotelbar. Sein Name ist Rafael Vargas und er ist Handelsvertreter bei Binhex. Ich möchte, dass Sie mit ihm reden. Wissen Sie, wer ich bin? Jeder hier weiß, wer Sie sind, Witzbold. Darum sind Sie ja auch ideal für den Job. Sie sind eine bekannte Größe. Jedenfalls wird Vargas das denken. Er wird annehmen, dass Sie hier sind, um die schmutzige Wäsche der Firma zu untersuchen. Und genau das wird ihn von Ihren, meinen wahren Absichten ablenken. Ich weiß rein gar nichts über Binhex. Worüber soll ich mit Vargas reden? Ich repräsentiere den Aramali-Stadtrat auf Tessia. Unsere Stadt ist bekannt für die Herstellung von biotischen Verstärkern. Wieso interessieren Sie sich für Binhex? Die arbeiten in der Genetikindustrie. Die Arbeit von Binhex dreht sich zum großen Teil um Biotiken. Gerüchten zufolge hat sich der Noveria-Zweig auf Asare-Biotiken spezialisiert. Extrem starke Biotiken. Für das Militär, um genau zu sein. Wir wollen alle möglichen Risiken für Asari-Rechte einschätzen können. Sie sollen sich als Käufer vorstellen. Im Namen der Allianz oder der Spectres. Ihre militärischen Erweiterungsprogramme diskutieren. Ihre wahre Aufgabe ist es allerdings, ihn abzulenken. Ich werde Ihnen ein Gerät geben, mit dem Sie sich in sein persönliches drahtloses Netzwerk einklinken können. Es wird eine Reihe von Überwachungsviren hochladen, die dann Binhex infiltrieren, wenn er sich das nächste Mal in Ihr Intranet einloggt. Glauben Sie, diese Uniform sei nur Show? Meine Aufgabe ist es, das Gesetz zu schützen, nicht es zu brechen. Glauben Sie, dass sich Binhex an alle Gesetze hält? Dass Sie keine anderen Firmen ausspionieren? Was Sie möglicherweise woanders machen, rechtfertigt nicht, was ich hier gegen Sie unternehme. In Ordnung, Spectre. Ich verschwinde dann mal. Verdammt, das war vorbildlich. Aber abtrünniger zu sein, hat doch nicht unbedingt hier dann... Naja, gut, okay, ist ja vielleicht schon... Ich schaff's einfach nicht, meinem Ruf treu zu bleiben. Unglaublich. Ich muss das wohl mir nochmal genau überlegen, was ich eigentlich tun möchte. Vielleicht sollte ich mir mehr Zeit nehmen und über die Konsequenzen nachdenken. Aber das dann erst in der nächsten Folge. Bis dahin.